In diesem Video heute geht es darum, wie man sich auf das Winterhauch-Event vorbereitet, was ja in Kürze startet, oder diejenigen, die das Video vielleicht schon während des Events schauen. Das Winterhauch-Event, Hauchfest, geht vom 16. Dezember bis zum 2. Januar 2018 und ist eine der beliebtesten Goldquellen im Spiel. Denn es gibt dort zwei Items zu holen, die sich im Laufe des Jahres ordentlich für Gold verkaufen lassen. Das Ganze dreht sich wieder um die Garnison, so wie die letzten zwei Jahre, sofern Blizzard natürlich auf dem Weg drauf bleibt. Das Video ist ja vor dem Event jetzt, aber es ist anzunehmen, dass das Winterhauch-Fest nach wie vor wieder in unserer WoD-Garnison startet, beziehungsweise es die Quest dort gibt. Was gibt es dort zu holen? Und zwar gibt es dort in der Garnison einen NPC. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Der steht für die Allianz zum Beispiel dort unten am Brunnen. Kurz hin. Und zwar da. Diese kleine Dame hat dann für uns 5 Dailies, die uns in den Frostfeuergrad schicken und wir dort den auf einen großen Diener von Grumpus, einen Grumpus töten müssen, bestimmte Items einsammeln, Kinder freilassen und so weiter. Als Belohnung für diese Dailies gibt es festliche Vorräte. Wir schauen, jetzt können wir noch nichts machen. Ja doch, da eingeblendet sind sie schon, die festlichen Vorräte. Und unser Ziel ist das wilde Geschenk. Was ist in diesem wilden Geschenk drin? Ich blende das mal ganz kurz ein. In diesem wilden Geschenk kann drinnen sein ein Elixier des Blitzdenkers. Und das ist sozusagen eigentlich das Hauptitem, auf was alle hinzielen. Denn mit diesem Elixier hat man 15 Minuten lang 300% mehr Erfahrungspunkte. Geht zwar nur bis Stufe 100, aber gerade für die Levelphase ist es enormer Boost, das Ganze. Es gibt zwar noch einen Trank, der eine Stunde lang hält, ist aber sehr schwer zu kriegen. Diesen kann man im Auktionshaus kaufen, den anderen nicht. Es hat sich so entwickelt, dass im Laufe der 2 Jahre ist der Preis mal während des Events bis runter auf 2.000, 3.000 Gold gegangen. Und jetzt aktuell teilweise bis zu 80.000, 90.000 Gold, dass Leute 90.000 Gold dafür zahlen, für 15 Minuten 300% mehr Erfahrungspunkte. Gerade speziell WoD, der Levelbereich 90 bis 100. Wer sich noch erinnern kann, die einfachste Variante ist, die ganzen Bonusziele vorbereiten, dass man nur noch eine abschließen muss, dann den Trank nehmen, alles abfliegen und innerhalb der 15 Minuten abschließen und man hat eigentlich fast, ich glaube, 5 oder 6 Level innerhalb von 15 Minuten gemacht. Deswegen ist der Drang so beliebt, weil leveln mögen die wenigsten. Sobald es irgendwie die eigene Möglichkeit gibt, mit Gold oder ein Item zu kaufen, nutzen es viele. Was kann noch in dem Geschenk drin sein? Und zwar der Diener von Grumpus. Der hat einen Wert von zwischen 150.000 und 200.000 Gold. Anfangs hätte man gehofft, dass das Event nicht mehr stattfindet und dass dieses Mount einmalig bleibt und wirklich viel wert ist. Jetzt haben wir schon das zweite Jahr, jetzt kommt das dritte Jahr, wo es den Diener geben wird. Trotzdem geht er unterm Jahr für 200.000 weg. Muss nur dranbleiben, es ist nicht ein Mount, was man jeden Tag verkauft, aber es funktioniert. Noch zusätzlich in diesen festlichen Vorräten können drin sein Garnisonsressourcen, brauchen wir keine. Öl für die Schiffswerft, ich glaube keiner mehr macht noch Schiffsmissionen. Ein Anhänger-Upgrade ist drinnen. Und was ist noch drinnen? Eigentlich nichts, was von Bedeutung ist. Zu hoffen ist wirklich, dass man das Elixier kriegt oder den Diener von Grumpus. Aus diesem wilden Geschenk. Wie gesagt, benötigt braucht man diese festlichen Vorräte. Man kriegt pro Tag 5 festliche Vorräte, wenn man alle Quests abschließt. Man sieht da eh die Quest, was man machen muss, Grumpus
Was für fiese Geschenke, wo sind die Kinder? Arbeitsaufwand ist minimal. Ich würde sagen, 5 Minuten, dann hat man es abgeschlossen und kann sich ein Geschenk holen. Was diese Marken sind, sind an den Blizzard Battle.net Account gebunden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem Server 10 Charaktere habt, mit denen immer die Vorräte macht, kann man die Vorräte, diese Marken, auch auf einen anderen Server schicken und dort aufmachen. Also wenn es jemand drauf absieht, sagt, okay, auf meinem Server geht das Elixier nie höher wie 20.000 Gold, ich würde es gerne auf mittleren bis kleinen Server verkaufen, dann in weiterer Folge im Laufe des Jahres, dann kann man es auf den auch senden und dort das Geschenk kaufen und hoffen, dass man halt ein Elixier drin hat. Das zu dem. Jetzt zur Garnison. Welche Anforderungen habe ich für die Garnison? Die Garnison muss Stufe 3 sein. Also die komplette Garnison schön ausgebaut. Was braucht man dafür, wenn jetzt jemand einen frischen Level 100 hat oder hochgelevelt hat oder neu und die Garni nicht wirklich genutzt hat? Der braucht Garnisonsressourcen dafür. Es gibt zwar Varianten, man kann die Garnisonsressourcen farmen, indem man die ganzen Ziele abfliegt und die ganzen Schätze. Oder man kauft im Auktionshaus das Item riesiger Ogervorrat. Der gibt da 1000 Garnisonsressourcen. Ich muss jetzt schon sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vorm Event, Preise haben sich verdreifacht bis teilweise verzehnfacht. Warum? Weil genau die ganzen Goldfarmer wissen, dieses Item wird zum Event ist wieder gefragt. Die Leute kaufen das, dass sie schnell ihre Garnison bauen können. Drum, wenn bei euch momentan noch der riesige Ogerfahrrad unter 1000, 2000 Gold ist, vielleicht überlegen, aufkaufen, während des Events für 10.000 verkaufen. Wie gesagt, die Garnison auf Stufe 3 bauen und dann kann es schon mit den Dailies losgehen. Jetzt als Allianzspieler ist es ziemlich nervig, immer vom Schattenmondtal in Frostfeuergrad zu fliegen, und zwar ist es dort oben, der Zone, da ist die Daily, ist schon zeitaufwendig. Welche Variante hilft uns da? Die Garnison nutzt eh niemand mehr, das heißt, uns sind die Hauptgebäude eigentlich egal. Drum empfiehlt sich's, den Magierturm zu bauen. Ein großes Gebäude braucht man nur auf Stufe 1, 150 Gold, glaube ich, und 150 Garnisonsressourcen, wenn alles täuscht. Man baut das Gebäude, ist, glaube ich, eine Stunde Zeit. Danach nimmt man eine Quest an, die heißt, sie genau heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Es geht darum, 25 Portalsteine zu sammeln. Und wenn man 25 Portalsteine gesammelt hat, kann man in den Gebieten, ich zeig's mal kurz, in jedem Gebiet ein Portal aufstellen. Da habe ich sogar noch die Quest offensichtlich gerade für den Grumpus, also da in der Zone. Und dieses Portal ist zum Beispiel im Frostfeuergrad da. Arbeitsaufwand auch wieder minimal. Ich habe das gerade vorhin gemacht. Ich bin gerade generell dabei, mit meinen 20 Twinks das durchzumachen. Sprich, Magierturm bauen, dann 25 Ogersteine farmen. Zu empfehlen, also ich finde es angenehm, ist zum Beispiel da in der Gordal-Festung. Dort sind viele Oger. In 2 Minuten hat man die 25 Steine. Dann bin ich weitergeflogen in Frostfeuergrad und hab dort das Portal aktiviert. Mit dem Charakter habe ich das schon gemacht. Ihr seht, da habe ich schon ein Portal. Gehe da rein. Und stehe. Moment. Stehe nur noch ein paar Meter weg von der Zone, wo die Dailies sind. Und das spart für uns Allianzspieler schon enorm viel Zeit. Für Horde-Seite ist es uninteressant. Die haben ihre Garni da sowieso in der Nähe. Die brauchen nicht kein Portal. Aber als Allianzspieler würde ich es wirklich empfehlen, den Magierturm zu bauen. So viel zu dem. Ich wünsche jedem viel Spaß beim Farmen. Ich weiß, es ist nervig. Am Anfang setzt man sich ein Ziel, dieses Jahr mit allen meinen Charakteren jeden Tag die Dailies. Nach 3-4 Tagen macht man es nur noch mit Main, weil man irgendwie zu faul dafür ist. Man muss aber sagen, es lohnt sich wirklich. Wenn man ein Elixier rauskriegt, das ist schon ein ordentlicher Goldboost. Also
Ich kann es nur jedem empfehlen, durchbeißen, die Quest machen. Es lohnt sich übers Jahr gesehen, wenn man wirklich Diener, also das Mount oder das Elixier drin hat, lohnt sich wirklich. Wenn noch Fragen sind, bitte einfach in den Chat, in die Kommentare reinschreiben und halt dann niemand mehr länger auf jetzt. Wünsche allen viel Spaß beim Farmen und hoffentlich droppen viele Elixiere und Mounts bei. Bis zum nächsten Video.